Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Watercolor-Tutorial. Das haben sich tatsächlich einige gewünscht, die das nämlich auf meinem Instagram-Account gesehen haben. Und zwar, ich zeige es euch einmal, in mein Skizzenbuch habe ich nämlich das hier gemalt. Tada! Einen Blütenblumenkranz mit einem Frühhäuschen. Und das machen wir jetzt einmal nach. Ich zeige euch einmal Schritt für Schritt, wie ich da vorgehe und wähle einfach aber eine bisschen andere Farbpalette. Wir brauchen Wasser, Aquarellfarbe, Aquarellpapier, Pinsel natürlich auch, einen 1er, einen 8er und einen 4er Pinsel habe ich da, einen Bleistift. Damit habe ich jetzt hier schon einen Kreis vorskizziert auf meinem Aquarellpapier. Okay, wir starten einmal direkt los. Das Einzige, was ich jetzt hier vorskizziere, ist ungefähr, also ist ein bisschen nach innen gerückt, von meinem Kreis aus ein bisschen nach rechts. Und da skizziere ich mir jetzt hier nur ein kleines Vogelhäuschen. Ja, wir haben hier zwei Wände und einfach nur ein kleines Dach obendrauf. Und hier können die Vögelchen reinfliegen. So, und hier auch wieder mit dem knetbaren Radiergummi. Der hebt nicht alle Graphitrückstände vom Aquarellpapier runter. Und der ist relativ sanft zum Aquarellpapier. Er beschädigt die Oberfläche nicht. Das ist so schön an diesem knetbaren Radiergummi. Genau, habe es jetzt vorskizziert und damit starte ich einfach mal direkt mit meinem kleinen Häuschen. Ich habe ja schon gesagt, ich nehme ein bisschen andere Farbpalette. Ich habe nämlich in meiner Skizze so eine pinke Palette und ein lila Häuschen genommen. Jetzt werde ich das alles so ein bisschen rot, orange, gelb halten. Und dann male ich hier mein Häuschen damit aus. Bisschen Schatteneffekt möchte ich reinbekommen. Das heißt, ich habe jetzt meinen Pinsel ausgewaschen und verteile hier nur noch mit ein bisschen Wasser die Farbe. Trockne ihn nochmal ab. Hier, das Guckloch kann auch ein bisschen runder werden. Na, also wo die Vögelchen reinfliegen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen pigmentierte Farbe. Da gebe ich hier nochmal auf die rechte Seite ein bisschen was rein, damit ich hier ein bisschen meinen Schatten habe. Lass das jetzt einmal antrocknen und kann direkt weitergehen mit meinem 8er Pinsel. Das habe ich gerade mit dem 4er Pinsel gemalt. Mit dem 8er Pinsel werde ich mich jetzt an die Blüten wagen. Diese nehme ich hier zuerst dran und hier direkt ran. Solange die Farbe noch feucht ist, kann sie nämlich hier so ein bisschen in die Blüte reinwaschen. Und zwar hier von dem Vogelhäuschen. Das finde ich irgendwie ganz nett. Passt so ein bisschen zu dem Loose Watercolor Stil. Und versuche hier 5 Blütenblätter zu malen. Ich zeige das nochmal an einer zweiten Blüte. Ich denke mir hier einen Kreis. Dieser Kreis hat einen Mittelpunkt. Und um diesen gedachten Mittelpunkt eine Schlaufe, zwei Schlaufen, drei Schlaufen, vier Schlaufen. Muss gar nicht akkurat sein, sondern ganz locker hier aus der Hand. Genau. So, das haben wir. Ich nehme jetzt hier, das ist eher so gelb-orange, male ich jetzt hier noch eine Rose und zwar aus der Mitte, den Mittelpunkt und dann hier ziehe ich so versetzt Striche und zwischen den Strichen lasse ich aber auch so ein bisschen weiß, damit man die Struktur der Rose ganz gut erkennen kann. Hier auch nochmal erst den Mittelpunkt, ein Strich, zwei Strich und dann hier so versetzt. Na, schön, dass man die Struktur der Rose erkennen kann. Wieder auswaschen. Ich wechsle mal zu einem 4er-Pinsel wieder. Und was mache ich jetzt für eine Farbe? Vielleicht eher so ein Rot-Orange. Das ist doch ganz gut. Und mit dem Rot-Orange male ich jetzt hier noch deutlich kleinere Blüten. Die gleiche Technik wie bei den großen Blüten tatsächlich. Na, hier 1, 2, 3, 4, 5 Schlaufen. Wenn es mal nicht ganz passt, dann kommt hier noch eine kleine Schlaufe. Die Äste sind
sind auch nicht ganz gerade und wichtig tatsächlich auch, dass sie dünn sind. Also wirklich nur mit der äußersten Pinselspitze arbeiten. Ich arbeite mit dem Viererpinsel und hier so ein bisschen gewellt sind die und überschneiden sich. Der eine, der hört jetzt hier schon eher auf und hier ist auch noch ein Ast, der zwischen den Blüten hier so durchgeht. Hier kann noch einer fortlaufen. Okay, und dann müssen wir hier noch ein bisschen versuchen. Na, dass es hier auch weiterhin Äste geben wird, so ein bisschen dazwischen. Auf das Vogelhaus kann jetzt mein Dach drauf, das dunkel ich mir hier, das Rot, was ich hier dafür gewählt habe, das dunkel ich mir ein bisschen ab mit Braun. Das war jetzt hier ein bisschen zu doll. Also kommt noch mal ein bisschen Rot hinzu. Ja, jetzt ist es aber schön abgedunkelt. So. Und mit einer pigmentierten, abgedunkelten roten Farbe male ich hier ganz einfach das Dach, das Vogelhäuschen. Und hier gebe ich dem Vogelhaus noch einen kleinen 3D-Effekt, und zwar auf der dunkleren Seite, auf der linken Seite, kommt hier so ein halbrunder Mond noch mit rein, und das würde dann noch so ein bisschen, ne, als würde man reinschauen können und die Dicke des Holzes würde man dann sehen. Okay. Das gleiche Rot verwende ich auch und mache mal hier gleich meine Stempel auf meine kleinen Blüten, einfach so mit Punkten, um meinen freigelassenen Mittelpunkt. Zu dieser Farbkombi passt jetzt ein schönes Gelbgrün. Ich habe hier aber nur so ganz quietschiges, das ist fast Neongrün. Das dunkel ich ein bisschen ab. Auch ein Ticken Braun kommt hier mit rein. Und dann habe ich hier ein sehr, sehr schönes, das ist fast so ein saftiges Grasgrün. Einmal zur einen Seite die Pinselspitze rausgedrückt und dann auch zur anderen. Hier kann man es auch einmal andersrum machen. Und noch einmal ganz doll aufdrücken. So wichtig ist, den Pinsel ganz doll in der Farbe zu rollen, damit dann hier nämlich keine Schlieren entstehen. Und hier auch. Und jetzt fülle ich im Prinzip mir hier nur meine freien weißen Flächen noch so ein bisschen mit Blättern auf. It's been a while since I could hold my head up high. Die Äste sehen noch ein bisschen langweilig aus. Da mache ich hier einfach nur so ganz kleine, kurze Pinseltupfer. So. Das gleiche mache ich dann jetzt auch nochmal mit dem anderen Grün. Und noch ein bisschen Gelb und dann haben wir es. Damit ist unser fröhlicher und frühlingshafter Blumen-Watercolor-Kranz fertig. Wir haben hier noch ein kleines Vogelhäuschen mit eingebaut. Einfach eine sehr nette Idee, auch mit den Ästen. Ist nochmal ein bisschen was anderes. Und das Tolle auch hier, ne, wir haben hier unten das Gewicht einfach sehr, sehr nett geworden. Und ihr spielt einfach mit den Farbtönen, die euch am liebsten gefallen. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Nachmachen. Und bis dahin, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.